Oh Mann! Dwight, Junge. Und ruhig. Sorry. Tiefe 55 Fuß. 19.04 ist da noch Helligkeit, Alter. Helligkeit. Scheiße. Captain. Doc. هذا تسمعني؟ عندي رسالة حول. كابتن. زفت. Noch 9 Minuten. دار إذا قدرت تسمعني أنا مش عارف في 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 كهف بحاول أخرج حول keine Waffe. Er hat doch noch ein nettes Gewehr. Finde deine Verbündeten und durchsuche die Ruinen. Natürlich. Auf Deutsch bitte oder gar nicht. Ja, hat immer gut, Hanna? Ja, die verstehen sich natürlich auch. Sind aber nicht alle ins Loch gefallen, ne? Nee, oder? Die Frau ist, glaube ich, noch draußen. Also, Ashley. Und der Mann auch nicht. Der Ehemann, ne? Ja. Jetzt drehe ich mal um. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe nichts gesehen. Ja, wir folgen jetzt mal der Blutspur, ne? Ja, das ist immer die ganz beste Idee. Ja, doch, machen wir es ja jetzt auch. Kannst du nicht schneller gehen? Das ist der Tempel. Spring! Ist sie auch noch First Person? Finde deine Verbündete, Serie, folge der Blutspur. Natürlich! Keine Waffe. Klicker, komm jetzt auf. Am besten, wenn es klingelt, machen wir auch uns leiser ein bisschen. Sonst hören die auch nur das Bellen. Jetzt geh durch. Ich würde sagen, das Spiel ist zu Ende, wenn wir wieder was rausgeschafft haben. Hallo? Mama? Was ist denn das für ein Feuerzeug? Mama? Bist du's? Kann ich happy shoot da? Das ist ein Kratzer, aber. Ja. Kratzer sind gleich in deinem Nacken, Alter. Schließen oder lieber schließen? Ich weiß nicht. Weil. Durch. Hey, Rob.
nicht Batman. Wenn es eben noch 6 Minuten waren, jetzt wieder 11 sind. Scheiße. Wer ist er denn? Verlieben, Junge, lauf, nimm die Beine in die Hand. Aber es ist eh nicht tot. Oder es gibt noch mehr. Ja, ich habe mir schon die richtigen Charaktere ausgesucht. Ey, du hast zwar eine Person mehr, aber du hast sie dir selber ausgesucht, welche du haben wolltest. Hier stürzt gleich alles ein, verdammt! Wieso? Die sind noch oben. Oder auch nicht. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Alles gut. Alles gut. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Irgendwie verlässt sich auf mich. Wir haben keine Wahl. Verlass dich auf mich, Reg. Bleib einfach bei mir. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Eric. Anscheinend. Karabinerschlingen, sei Licht. Scheiße. Okay. 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 Dann los. Da geht's steil runter ins Nichts. Wir haben Seil. Was du nicht sagst. Hier, ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Ich bin für 10 Meter in die Tiefe springen. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Das gehört ja, ja dem Boy. Breit? Und du? Für alle, die später dazu kamen. Rachel. Und der Nick, glaube ich, haben was miteinander. Und die sind zwar noch verheiratet, aber eigentlich schon ein Jahr getrennt. Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist. Da ballern Leute gerne rum. Schön ins Gesicht leuchten, immer ins Gesicht. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei, schon immer anders definiert. Hab ich von DVD gelernt. Schieß mir nicht in den Kopf. Erinnert sich das nicht an früher? Weil ich mich verloren fühle? Das was? Ja, so kann man auch gucken, ne? Wow. Sehr aufschlussreich. Sieht alt aus. Ach, was? Alt? Uralt. Das ist Keilschrift. Sumerisch vielleicht. Das war ja auch, weißt du, was stand da? 2000 vor Christus? Mhm. Das Vieh hat Hunger, würde ich sagen. Du bist ja eine alte Historikerin. Ja? Wusste ich gar nicht. Vielleicht kennst du mich doch nicht so gut.
Noch tiefer, yeah. Geh weg da. Ich komm dahin. Boden scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Junge, wie lange wartet der Fahrer denn noch? Dich von Druck nicht kleinkriegen. Was denkst du, war das hier? Schwer zu sagen. Das sieht religiös aus. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Das ist Pazuzu. Pazuzu wer? Pazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Hat wohl was mit Plagen zu tun. Plagen und Dämonen, ja? Toll. Lass dich abwarten. Ja, egal. Das fehlt uns noch. Kriegen wir die auf? Die wird nicht nachgeben. Näher, Alter. Die noch näher ran. Schubst dich gleich da runter. Warum kann ich nicht mal meine Waffe ziehen? Weiß es nicht. Da. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Na, taub. Ich dachte, da unten wäre was. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Was ist dir geschehen? Da schießt jemand. Wo kommt das her? Nichts wie weg. Kannst du irgendwas sehen? Ist tief. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das Seil. Es geht runter. Hol das Seil. Ich hol das Seil. Du könntest ja ab und zu weg. Naja. Fortes. Natürlich hat man noch 300 Meter Seil mit. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt! Kalis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Frustriert, wie konnte das nur passieren? Einfühlsam, tut mir leid, Eric. Wie konntest du dich nur so irren? Sieh dich mal um! Die ganze Scheiße war wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Ich lag falsch. Hätte die Daten nochmal kontrollieren. Alle Fälle durchgehen sollen. Aber ich war mir so sicher. Ich verstehe, was es dir bedeutet. Tut mir so leid. Selbstbewusst versuchen wir rauszukommen. Zärtlich sind beide schuld. Wir machen alle Fehler. Ich dachte,
Ach, du willst mit dem anderen zusammen. Shit, was ist das? Aber wir müssen zusammenhalten. Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Ist das schon okay? Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Ja, weiß ich. Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Wo du auch bist, Nick. Zum Laufen. Pass auf dich auf. Benzin. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nein, nichts. Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. Nee. Nee, wirklich. Tamna. Langsam glaube ich, dass selbst die Iraker nichts von all dem wissen. Oh, nee. Wieder kein Ring. Die Leute hatten Angst vor den Bergen. Das kann ich verstehen. Natürlich, wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Noch, ich sehe nichts. Auf YouTube dann angucken. Sandcom über diese Lage informiert ist? Vielleicht haben die Piloten was gesagt. Wenn einer überlebt hat. Aber warum nur? Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Falls es schief geht. Siehst du, wie schnell die Tür verrammelt wurde? Hat etwas verzweifelt es an sich. Wenn die wohl aussperren wollten? Ist sie da schon am Tisch? Da. Was ist das selbe Brief? Ist ein anderer. Schnell durchgelesen. Verstehe nicht, wie ich mich so irren konnte. Hier könnt ihr dann im Let's Play nur Pause drücken und selber lesen. Wir lesen nur kurz. Ich nehme das, danke. Wie kommt es, dass sowas Großes so lange unentdeckt bleibt? Auch ein. Ja. Es ist gleich da. Letzte Kurve muss man machen und dann ist er da. Ja, wir sind hier auf Steg. Nicht immer.
Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Ich muss mal kurz Essen holen. Endlich haben wir auch mal Glück. Wie geht's deinem Bein? Bein? Allein. Oh, du meinst die Prothese? Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir es an. Ich habe Angst. Oh mein Gott, wer braucht eine Drohne? Excuse me. Leuchte mal den Tank an. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Hast du's? Ich hab's. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so? Ein bisschen? Mir auch gefehlt. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Halt den Schlauch. Und wo hast du es jetzt? Ja, das war dann da. Auf einmal. Geschafft. Aber da ist schon Viech. Hilf mir mal mit der Platte. So, verbinde die Kabel, bevor der Killer kommt. Die sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Oh. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Du, Junge, du, sie hat doch gekämpft, hat sie gerade gesagt. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Rage. Nicht schlimm ist, dass sie auseinander sind. Na komm, spuck's aus. Hinter dir. Du fehlst mir, Rage. Ob du es glaubst oder nicht. Junge, wie oft willst du? Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt? Überhaupt nicht mehr. Du willst ja mit dem Neuen zusammen sein. Vielleicht gibt's doch noch Hoffnung für uns. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Ist doch gleich netter. Wir haben Strom.
Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um.